Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Bin aus Ägypten und komm direkt am Nil. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle und extravagante. Ich laber heute gar nicht lange rum. Wir starten direkt ins Video. Guter Trick. Ich versteck die Kaffis in meinem Slip. Yeah, yeah, ich versteck die Kaffis in meinem Slip. Ich guck in die Kommentare. Schon am Schlafen oder was? Ed Mauri, Pink ist doch deine Lieblingsfarbe. Oh Mann, Lieblingslächeln findest du nicht, Ed Mauri? Nee, nee, ja, 100% und safe. Ah, ey, kein Problem, Mann, ich hab dich. Ey, Mann, Mauri, danke, dass du letztens, als ich mit meinem Auto stehen geblieben bist, dass du einfach mit Helikopter gekommen bist, mir den Helikopter geschenkt hast, noch 200.000 obendrauf und dass du meine Katze aus dem brennenden Nachbarshaus gerettet hast. Ich hab nicht mal eine Katze. Danke dir, Mann, bester Mann. Bitte gerne herausfinden, wie die heißt, aber da steht einfach nur EM Blume. EM Blume, vertrau mir, bester Mann. Meine Eltern mit 26, verheiratet, Kind, Haus. Ich mit 26 um 5 Uhr morgens. Hey, juckt es, ich war früher auf diese Gymnasium. Einstein. Er ist doch viel besser. POV, keiner weiß deinen echten Namen. Ha 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 ha. Oh Mann, keiner weiß deinen echten Namen, Digga. Adelina Schwarzkopf. Hi, ich bin Revinzeit. Nee, das ist auch wirklich der beste und schlauste Move, einfach so ein TikTok zu drehen. Keiner weiß meinen echten Namen. Ha 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 ha. Ist ja nicht so, dass dann jeder deinen echten Namen in die Kommentare schreiben wird. Ja, keine Ahnung, herzlichen Glückwunsch oder so. Ich weiß auch gar nicht, was man damit bezwecken wollte. Aber diese Adelina verstehe ich eh nicht. Da gibt es nämlich so eine andere TikTokerin, die hat irgendein Video über Adelina gedreht, was sie an ihrem Körper alles gemacht hat. Also ich persönlich habe an meinem Körper nur den Arsch gemacht. Ob ich darf? Ja, ich darf das. Sieht man, oder? Aber was hat sie gemacht? Außer ihre Zähne? Was hat sie gemacht? Ich mutmaße jetzt auch nur, ne? Ich fange mal bei den Haaren an. Sehen für mich ziemlich totblondiert aus und die Extensions, naja. Ja, bla bla bla, Extensions, M-Extensions, Wimpern, Zähne, Gesicht, alles mögliche. Was ist ihre Antwort auf dieses Video? Hi, ich glaube, du meintest mich mit meinen gemachten Haaren, mit meinen Wimpern und mit meinen Lippen. Mit meinen Lippen? Fängst du an zu weinen? Wenn du Extensions hättest, wenn du Lippen hättest, wenn du irgendwas in deinem Gesicht machen würdest, sei es egal was, wäre ich die letzte Person, die dich judgen würde. Deswegen bist du da echt gegen die Wand gefahren mit dieser Aussage, weil ich gebe dir nur eine Antwort darauf. Wenn du diese ganzen Dinge machen würdest, wofür du mich gerade gejudged hast, würde ich nicht so sein. Aber ich sag dir eine Sache. Okay, okay, ja, verstehe. Ach so, ja, nee, alles klar, Mann. Wenn das nächste Mal irgendjemand zu mir herkommt und sagt, ey, ich finde deine Videos richtig schlecht, die sind halt einfach nicht lustig, dann mache ich auch. Ja, so ganz ehrlich, wenn du ein Video hochladen würdest, ich würde dich nie dafür shame oder nie dafür blame. Ich sag nur eine Sache. Bruder, mein Nachbar kommt gleich so voll, ja, Digga, wir haben 9 Uhr morgens, der Arme, der schläft noch, der kommt gerade von Nachtschicht. Welche Lücke im System habt ihr erfolgreich ausgenutzt? YouTube Premium mit VPN über Argentinien laufen lassen, kostet umgerechnet ca. 1,20 Euro im Monat. Das geht? Ich habe das einmal ausprobiert mit Spotify. Irgendwie war das genau gleich, nur einfach umgerechnet in deren Geld. Aber okay, Mann, ey. Wenn man im Mediamarkt steht und eine Sache kaufen will, online reservieren, im Markt abholen und im Markt bezahlen. Sprich, du darfst die Ware öffnen, trotzdem bei Nichtgefallen zurückgeben. Bruder, wer macht sich denn so eine Mühe, um sowas herauszufinden? Was hast du studiert? Naturwissenschaften? Keine Ahnung, Alter. Irgendwas abgeben und bestellen und abholen? Ich hatte meinen Kollegen wirklich. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren extravaganten Storytime mit Ton, Freunde. Ich habe damals in der 5., 6., 7. Klasse Clash of Clans wie ein Suchti gezockt. Das war einfach das beste Spiel damals für mich, wirklich. Und jeder hatte schon so Rathaus 7, Rathaus 10, Rathaus 11. Und ich war so auch so. Ich war so voll am Grinden, Junge. Jeden Tag da so Truppe und so. Und ich hatte einen Kollegen, der hat auch neu angefangen und der war so Rathaus Level 1. Nach einer Woche war er Rathaus Level 10. Ich dachte mir so, Digga, hä, der lügt doch, der lügt. Und natürlich bin ich dann zu ihm hingegangen, hab so gefragt, ey, Bro, wie hast du es eigentlich geschafft, in einer Woche von Rathaus Level 1 zu Rathaus Level 10? Hast du Gems investiert? Und damals wirklich, Digga, das war auch damals wirklich, ich wurde da so bodenlos verarscht. Ich habe auf YouTube so eingegeben, Free Gems, Clash of Clans, Hack und so ein Scheiß. Da musste man irgendwelche Sachen runterladen und so und seinen Benutzernamen eingeben. Boah.
Bruder, ich könnte von Glück reden, dass ich kein Virus auf meinem Laptop damals hatte. Naja, auf jeden Fall seine Idee, Bruder, der Typ, wirklich, Alter, ich weiß nicht, was der heute macht, aber Digga, ich glaube wirklich, der plant Banküberfälle oder sowas. Er hat einfach sich Apple-Guthaben gekauft, hat sich über diese Apple-Guthaben Gems gekauft und hat es einfach wieder storniert. Die Gems sind geblieben, er hat Geld zurückbekommen, er hat sich von dem Geld nochmal Gems gekauft und hat den Kauf wieder storniert. Und das hat er, keine Ahnung, 20 Mal oder so gemacht. Ich weiß gar nicht, was er in unserer Schule gemacht hat. Wieso ist er nicht gleich nach Oxford gegangen? Naja, keine Ahnung, ob der irgendwann gebastelt wurde oder nicht, aber er hat mir erzählt, er ist jetzt halt Rathaus Level 12. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch.